Am Wochenende rollte endlich wieder der Ball. Bundesliga Restart. Und es gab nicht nur im Vorfeld viele, viele Vorgaben, sondern auch Empfehlungen für die Spiele. Beispielsweise, wie gejubelt werden darf, wenn ein Tor fällt. Nämlich ohne Körperkontakt. Bei Hertha BSC hat man sich nicht dran gehalten. Bruno Labbadia, der neue Trainer von Hertha BSC, wiegelte in der Pressekonferenz am Sonntag Kritik am Verhalten der Fußballer ab, indem er sagte, die Menschen lechzen nach Fußball. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie im Kirchenchor auftreten. Es sind so viele Menschen, die Bock haben, Fußball zu sehen. Es ist schwierig, meinen Spielern zu sagen, wir wollen ein gutes Spiel machen und dann muss jede Emotion raus. Die drei Sachen, die mich daran aufregen und womit Bruno Labbadia recht hat, kommen jetzt hier im Video. Erstens, im Gegensatz zum Profifußball werden für Kirchenchöre im Moment keine Ausnahmen von den Corona-Regeln gemacht. Die lechzen auch nach der Sache, die sie lieben. Und es gibt viele Leute, die gerne singen hören würden. Die haben auch total Bock, nämlich auf Musik machen. Dürfen sie aber nicht. Machen sie auch nicht. Aus Rücksicht auf den Rest der Bevölkerung. Ist mir schon klar, dass Bruno Labbadia die Kirchenchöre eher sprichwörtlich benutzt hat. Aber mir geht's darum, dass da draußen sehr viele Menschen auf sehr wichtige Inhalte ihres Lebens wie Musik, Theater oder andere Sportarten verzichten. Und Labbadia, der sein Ding machen darf, jammert darüber, dass man sich beim Torjubel nicht umarmen soll? Ich glaube, es hackt! Zweitens. Sie sind Trainer von Hertha BSC, Herr Labbadia. Hertha BSC. Zur Erinnerung, das ist der Club, wo vor kurzem der Spieler Solomon Kalou mit einem Facebook-Video uns allen gezeigt hat, wie sehr er und Teile seiner Mannschaft auf die Corona-Regeln pfeifen. Da wurde sich abgeklatscht. Man hört in dem Video, wie die Herren davon genervt sind, dass sie als Topverdiener auf 10% ihres Gehalts verzichten müssen und so weiter. Wenn man als Verein gerade noch so ein Bild in der Öffentlichkeit abgegeben hat, sollte man sich jetzt doch peinlichst genau an alle Vorgaben zum Thema Corona halten. An alle Vorgaben. Egal, ob sie vom DFB, vom Dalai Lama oder von der eigenen Großmutter kommen. Drittens. Sie haben recht, Herr Labbadia. Die Regel ist, wie so vieles im Moment, durchaus absurd. Ihre Spieler dürfen im Training miteinander Zweikämpfe üben, Kopfballduelle machen und so weiter, aber im Stadion dürfen sie sich nicht umarmen? Das ist nicht logisch. Aber darum geht's auch gar nicht. Sie haben es selbst gesagt. Unfassbar viele Menschen haben Ihnen beim Spielen zugeguckt und einige hören Ihnen bei Pressekonferenzen sogar zu. Und Sie, als Menschen aus dem Fußballbusiness, bekommen gerade sowieso eine riesige Extrawurst gebraten. Trotzdem fordern Sie, Herr Labbadia, in Ihrem Statement letztlich, dass man Ihre Extrawurst noch mit Blattgold überziehen soll, weil es so schwer ist, die Emotionen beim Fußball im Zaun zu halten. Mir kommen die Tränen. Was glauben Sie, wie viele Leute da draußen sich dann denken, also wenn die das dürfen, dann mache ich das jetzt auch. Und dann gibt's noch mehr Rudelgucken und alle liegen sich in den Armen. Die Emotionen müssen ja raus. Sie haben eine Vorbildfunktion, Herr Labbadia. Nicht nur, weil Sie Sportler sind, sondern weil gerade mit dem Fußball ein riesiges Corona-Experiment gemacht wird. Da muss man doch zumindest die Premiere irgendwie hinbekommen. Auch aus Solidarität zu anderen Sportarten, die keine Extrawurst bekommen, wie man hier sehen kann. Basketball, Eishockey, Handball, um nur einige zu nennen. Die müssen Leute in der Geschäftsstelle entlassen und stehen teilweise ganz vor dem Aus. Wenn ihr keinen Zornausbruch verpassen wollt, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.